Feindlicher Angriff! Schließ die Reihen! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Was wünscht die Rune? Auf dem Weg! So. Oh, da kommt noch ein Angriff der Dunkelelfen. Verstärkt die Verteidigung! Vorsicht! Sie sind hier! Verstärkt Jawohl. Die Verteidigung! Ein Paladin verloren. Können wir ändern? Ja, und solange der Feind wieder so total aggressiv gegen uns vorgeht. Schattenlegionäre und Henker. Und von den Trollen kommt auch gleich wieder was. Feindkontakt! Bis jetzt nicht. Da ist eine Truhe. Die wir nicht vergessen dürfen. Okay. Hier, folgt mir. Sagen wir mal so, wenn ich weiß, dass von den Trollen nichts mehr mir kommt nach. Und sie vor allem Dingen nicht mehr in Richtung meines Heldenmonuments rennt. Könnte ich mich nach der nächsten Welle Dunkelelfen? Also da wird sicherlich noch eine Rebelle kommen oder zwei. Könnte ich durch ihr Lager durchrennen? Und es von hinten attackieren oder halt attackieren, während die Welle gerade am draufgehen ist. Erwarte Befehle! Erwarte Befehle! Machen wir es so, ich speichere hier mal. Dann schnappe ich mir meine Heroes und platziere sie hier bei dem toten Baum. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass sie sich verausgabt haben, jetzt die Trolle. Und entweder keine Wellen mehr schicken oder keine großen mehr. Ach, je.
Da kommen nämlich schon wieder Truppen des Imperialen. Also ja, den Hexenturm einreißen. Weil es gibt nur den einen Spawner, wenn da nichts mehr rauskommen sollte. Können wir angreifen. Die Rune ruft sofort. Ja. Also so wie es aussieht, jetzt. Jetzt haben wir die Möglichkeit anzugreifen. Haltet aus! Sie sind überall! Auf mein Kommando. Und los! Gefährten, steht mir bei! Die Rune ruft. Wir können sogar seitlich. Ja. Zur Ehre Aonias! Schlag sie zurück! Dann halten, Männer! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Ja. Für die Haltet Freiheit. Aus! Die Rune wird sofort ausgeführt. Für das Licht! Zu Befehl! Raub ist übrigens noch verstanden! Das heißt, wir sollten einfach für die Rune aufpassen. Auf mein Kommando. Mir nach! Und los! Haltet durch, Männer! Aonias. Auf mein Kommando. Und los. Noch nicht. Und los. In die Schlacht. Oh, da kommen Trolle. Auf mein Schnell. Zeichen. Und los. Zum Angriff. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Zum Angriff. Okay, da kommen ein paar Trolle, aber nicht viele. Schlagt sie zurück! Hier, sofort. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal die Trolle hier unten im Empfang. Mir nach! In die Schlacht! Haltet durch, Männer! Zu mir! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Bereit! Zum Angriff! Sie sind überall! Bereit und los! In die Schlacht! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Oh, da ist der letzte Gargoyle. Ich bin bereit. Lasst uns gehen. Linien müssen halten. Seid wachsam. Bereit. Und los. Vorwärts. Folgt mir. Kämpft, Männer! Okay, es geht schon wieder los. Ja. Kämpft, Männer! Bereit. Und los. In die Schlacht. Dürfte dann aber der letzte Angriff sein, vor dem wir uns fürchten müssen. Sie kriegen nicht mal mit, dass wir hier was tun. Ich wollte gerade sagen, was greift da an, aber das sind ja die Lucien. Schnell! Sie sind in der Stadt! Ja, vorwärts. Kämpft, Männer!
Bereit. Mir nach. Schädel eines Prinzeps. Oh. Zur Ehre Aonias. Ja, stimmt. Prinzep war das letzte. Zur Ehre Aonias. Schlagt sie zurück. Da haben wir einen neuen Eintrag. Diesmal habt ihr die Teile eines mächtigen Eisernen gefunden. Zeigt sie dem Maskenmann. Wie willst du das damit zu tun? Sie sind überall. Bereit. In die Schlacht. Gut, da reißt schon wieder die Verstärkung. Hier. Für die Rune. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Feindlicher Angriff! Den Troll loswerden. Das ist ein Hinterhalt. Auf mein Zeichen. In die Schlacht. So, Troll weg. Gegner zerschellt an meiner Defense. Auf mein Zeichen. Sofort. Zum Angriff! Ja, das Portal nach Schaltun durchqueren. Sie schlagen zu! Und los! Mir nach! Folgt mir! Sind auf Feinde gestoßen! So. Ihr habt gerufen. Das heißt, jetzt auf haben wir eilenden Schwingen Möglichkeit, schnell unserer Armee nachzuziehen. Hier, sofort. Schnell. Vorwärts. In die Schlacht! Haltet durch, Männer! Können den letzten Gargoyle erlegen? Das ist ein schiefer Gargoyle. Der erste war ein Balsat-Gargoyle. Ich habe gar nicht mal drauf geachtet, dass der zweite war. Ist ja auch, glaube ich, nicht so wichtig, oder? So, der hat die Kerze. Hier, sofort. Ordnet die Artefakte in den richtigen Schrein zu. Nun müssen die drei Artefakte zu ihren Schreinen gebracht werden. Jetzt solltet gut darauf achten, welches Artefakt zu welchem Schrein gehört. Findet einen Schrein, in den die Sanduhr passen könnte und stellt sie dort ab. So nach einem Schrein, in den die Fiole passen könnte. Mhm. Gut, den letzten Schrein haben wir noch nicht gefunden. Jedenfalls nicht offenkundig. Wobei das wäre echt etwas seltsam, dass der Typ auf der anderen Seite war und dort was geklaut haben soll. Das ist der erste Schrein. Hier ist keiner. Das ist der zweite Schrein. Stehe bereit. Verstanden. Also ja, werden wir den dritten wahrscheinlich dann noch finden.